Hallo Freunde, ich bin Lonwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Second Life. Ja Freunde, ich habe euch versprochen ein Wrestling. Eine Folge voll mit Wrestling für diejenigen, die Wrestling lieben. Und ich habe ja gesagt, es gibt einen Ring, wo man ohne irgendeinen Hut kämpfen kann. Und ich habe mir einem Freiwilligen gefunden. Und zwar Jeff, mein Abonnent. Wir haben uns jetzt hier eingefunden in dem Wrestling. Jeff, kannst du bitte runterkommen? Ich warte auf dich. Wir kämpfen. Jeff hat freundlicherweise eine Frauenfigur dabei, weil hier einfach der Frauenwrestling ist oder Frauenring ist. Und aua, guckt euch das an, der will mich prügeln. Das ist mein Opfer, ich meine Freiwillige. okay, wir gehen dann jeder in seine Ecke. Das ist halt der Anfang, man muss jeder in seine Ecke gehen. So, folgendes, Freunde. Jeff, wie gesagt, ist mein Abonnent, mit dem ich heute prügeln werde in diesem Ring. Ich habe euch ja versprochen, Wrestling. Das bedeutet, ich übernehme die Kontrolle, Freunde. Wir haben uns auch ausgesprochen, oder ja, wer welche Rolle übernimmt. Ich übernehme diesmal eine Rolle des Verlierers, weil, ja, es sind sehr interessante Moves dabei, muss ich sagen. Und da muss man einfach sehen. Das muss man einfach sehen. Die Moves, dafür mache ich folgendes, Freunde. Ich werde den Ring so machen, dass ihr alles seht. Und zwar, wir fangen an. Und zwar, ready. Guckt euch das an. Die erste Stellung, also die erste Wrestling-Stellung. Man muss einfach diese Werbung immer mir schicken, wenn ich bei Aufnahme bin. Es tut mir leid, Freunde. So, dann das zweite. Ist ja, wir nähern uns ganz schön vorsichtig aneinander. Dann der Teststart, jetzt ja, andrücken, wer der stärkste ist. So, aber jetzt kriege ich ein Elbow von Jeff, auch noch eine und noch eine. Sehr geil gemacht, muss ich sagen. Also, sehr schön. So, jetzt packt sie mich noch an meinem Hals und eieiei. Wo schiebst du mich gerade rein? Das will ich mal von der Nahe betrachten. Schön. So, ja, weiter geht's. Dann geht's dann Next Moves. Das ist einfach die Vorbereitung für den nächsten Trick und jetzt holt sie mich hoch, beziehungsweise er, ja, okay, sie, weil das ein sie ist und nächstes, Freunde, diese Power Movies, das zeige ich euch später, denn wir gehen eins nach dem anderen. Nächstens wird jetzt voll mein Arm darunter leiden. Guckt euch das an. Die packt mich voll von hinten und bricht mir meine Arme. Auch wenn ich größer bin, irgendwie per Körperstruktur, aber die hat es geschafft. Die Frau. Weiter geht's. Jetzt bricht sie mir auch von hinten, damit wir sehen. Ich drehe einfach die Kamera mal. Sehr schön gemacht. Also ich muss sagen, dieser Ring und dieser Map oder an denjenigen, der das gemacht hat, einen riesen Respekt. Wir haben mit Jeff das Ganze angeguckt und waren beide baff von den ganzen Moves. Also das war so richtig geile Moves. Ein riesen Respekt für denjenigen, der das geleistet hat. Wie gesagt, also ist nicht sehr leicht sowas, besonders nicht, wenn es um Kämpfe geht. Also jeder perfekt ausgeführte Trick
Wie hier, mein Arm wird gerade gebrochen. Ist sehr schön. Besonders für diejenigen, Freunde, denn diejenigen, die Wrestling kennen, ja, also da kommt euch jeder Trick bekannt vor, da wisst ihr, ja, derjenige macht diesen Trick oder der Wrestler macht diesen Trick. Zum Beispiel, dieser Trick hat immer Undertaker vorher gemacht, bevor der auf den Seil geklettert hat, ja. Ja, Jeff, du machst mir gerade, das ist Arztbesuch, wa? Ein bisschen der Arm wieder ran. So, aber wie gesagt, ich will euch einfach diese Map zeigen und vielleicht habt ihr Lust, mit euren Freunden hier reinzukommen. Merkt euch aber die Kugeln, welche ist für die Gewinner, welche für die Verlierer. Und habt einfach Spaß. Also wir haben jetzt mit Jeff sehr viel Spaß, glaube ich. Oder Jeff, was sagst du dazu? Ja, be da hat besonders Spaß, weil der mir wehtun kann, ne? So, aber weiter geht's. So, hier zum Beispiel, da wird so richtig mein Arm gebrochen. Aber ich muss auch sagen, hier gibt es auch sehr lustige Tricks. Lustig im Sinne, ja, das hat nichts mehr mit Wrestling zu tun. Ich habe zuerst gedacht, das ist einfach falsch an der Stelle, aber ja, nachdem wir mit Jeff geredet haben, es könnte schon sein, weil das ist einfach Frauenwrestling ist, ja. Also, ich bin gerade voll in den Mangel genommen worden. So, wir gehen weiter, Freunde, und zwar zu den Headlocks, Freunde. Das müsst ihr auch sehen. Denn diese Tricks sind echt cool, Freunde. Guckt euch das an. Jetzt brecht sie mir auch noch den Kopf. Das hat ihr nicht gereicht, dass sie mir meine Arme gebrochen hat. Jetzt braucht sie auch meinen Hals. Was für eine starke Frau, muss ich sagen. Oh, ei, tut das weh. Ei, tut das weh. Was für eine starke Frau. Also ich kann euch nur raten, seid vorsichtig, wenn sie irgendwo im Spiel euch antrifft. Ja, dann nimmt sie euch in den Schwitzkasten und wird mit euch genauso machen wie mit mir gerade eben. Aua, mein Hals. Aua, aua, aua. Tut das weh, Freunde, aber die Tricks, die sind echt cool, Freunde. Ich weiß nicht, erkennt ihr vielleicht diese Tricks, diejenigen, die Wrestling angeschaut haben und diejenigen, die Wrestling kennen? Also, ich erkenne in diesen Moves wirklich die Moves, die ich von Wrestling kenne. Jetzt versuche ich mich hier zu befreien, wie es aussieht, also, und wollen beide nicht loslassen. Sehr schön gemacht. So, jetzt guckt euch das an. Jetzt, jetzt bekommen sie auch noch meine schönen Beine, beziehungsweise den Kopf zwischen meinen Beinen. Ich hoffe, ich tue dir nicht weh, Jeff. Aber sehr schön, sehr schön. Guck, die versucht sich zu befreien. Guckt euch das an. Die versucht sich wirklich zu befreien. Guckt euch das an, ey. Jetzt gehen wir zu den nächsten Moves. Jetzt hat sie mich wieder. Oh, bitte lass meinen Hals. Hat sie mich. Ja, weiter geht's. Hier, ich bin K.O. Ich bewege mich nicht mehr. Ich finde es voll cool. Also, schön. Also der Badeanzug ist sehr geil. In den Sinnen von Wrestling natürlich. Ich weiß nicht, wo ihr gerade gedacht habt.
Aber jetzt gehen wir mal weiter. Und zwar, wir haben die Headlocks. Jetzt werden wir Backsub machen. Ich will die Power Moves euch später zeigen. Jetzt kommt der Backups. Ihr freut sich darüber, dass sie mich fertig gemacht hat. So, aber das reicht ihr natürlich nicht. Die macht noch weiter. Verdammt, ist die stark. Oh fuck. Freunde, also ist echt cool. Ist echt cool, auch wenn man hier Wrestling, Frauenwrestling ist, ja. Ich muss euch noch etwas zeigen. Und zwar, ihr seht hier so Sitze. Hier kommt ab und zu mal wirklich auf dieser Map so Frauenwrestling durchgeführt. Wird ab und zu mal so richtiger Frauenwrestling durchgeführt. Und man kann hier wirklich als Zuschauer hier sitzen und gucken, wie die sich da kloppen. Ich will euch einfach in diesem Ring die Moves alle zeigen. Und hier werden total kombiniert die Moves. Also da wird so richtiger Wrestling euch geboten. Und ja, wie immer richtig im Wrestling, was man auch im Fernsehen guckt. Ich zeige euch nur halt die Moves, was dieser Wrestling bietet, zum Beispiel so einem. Auch noch so einem Moves tut alles weh. Ich muss sagen, auch wenn im Fernsehen gesagt wird, bitte machen Sie das nicht zu Hause, das muss ich auch gerne wiederholen. Bitte, Kinder, macht das nicht zu Hause nach, denn das ist sehr, sehr gefährlich. Guckt euch Wrestling lieber am Fernsehen an und ja, oder hier, spielt hier oder kauft euch für PlayStation das Ganze, aber nicht nachmachen. Ist sehr gefährliches Teil. Die Wrestler, die sind echt trainiert, die Leute, also und ich muss sagen, Freunde, bitte nicht nachmachen. Also, das ist echt gefährlich, lebensgefährlich sogar. Auch manchmal die Wrestler sind davon betroffen und manchmal werden die auch im Krankenhaus mit auf ja mit dem angerenkten Arm oder ausgekugelten Bein rausgefahren. Also bitte nicht nachmachen und ja. Wie Jeff schon auf Englisch geschrieben hat, ich konnte da nicht lesen und schon gar nicht aussprechen, aber das weiß ich, dass das bedeutet, bitte nicht nachmachen. So, dann Backups werden wir jetzt machen, wie gesagt. Also, Backups waren schon, Entschuldigung, wir gehen weiter zu LexHub. Legs-Hubs. Backups war doch, gell, Jeff? So, jetzt hat sie mich an meinen Beinen und will meinen Bein auch noch auskugeln. Aua, mein armer Bein. Jetzt hat sie mir schon meinen Arm, mein Hals, mein Rücken, jetzt auch noch mein Beine. Ja. Das ist nicht mehr schön. Guck mal, der klopft sogar ab und das ist, interessiert sie nicht. Aber die muss loslassen, weil ich zu Seil geschafft habe. Aber nein, sie trägt mich wieder zurück. Ne, das interessiert ja nicht, dass mir das wehtut. Der bricht mir weiter mein Bein. Und hier weiter im Ring geht's weiterhin. Aua, aua, tut das weh. Und das Schlimme daran, ich habe trainiert, Freunde, ja. Aber ich habe nicht gewusst, dass Jeff so eine Frau hat im Petto, die mich so fertig macht. Ne, ich habe gedacht, ja, ich kann da Jeff ein bisschen eine reinhauen. Aber nein, der hat jetzt die Superfrau. Aua, aua. So, weiter geht's. Aua, 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 tut das weh, Mann, die bricht mir alles. Aua, die macht mir voll den Spagat. Meine arme Glocken, es tut mir leid für den Ausdruck, aber ich kann einfach anders nicht ausdrücken.
Ich kann vergessen, die Familie hier weiterhin zu gründen, weil die mir alles hier auseinanderreißt. Aua. Diesem Trick, und zwar habe ich mal in meiner Ausbildung meinem Kameraden in der Ausbildung sozusagen gemacht, das muss ich zugeben, auch wenn ich sage, ja, bitte nicht nachmachen, das habe ich leider nachgemacht, aber der hat mich halt, aua, wütend gemacht und ich habe ihm dann diesen Trick, aua, Jeff, was machst du denn? Tut doch weh, aua, aua, tut das weh, ich kann nicht mal zuschauen. Okay, weiter geht's. Ich will noch dem behalten. So, Extras Boston. Boston werden wir jetzt gucken. Die Extras werde ich euch später zeigen. Das sind auch so Gebab-Tricks. Guckt euch das bitte an. Also, echt cool, muss ich sagen. Aua, aua, aua. Das sieht aus wie World of Jericho. Das ist ein Wrestler. Das ist ein Endmove sozusagen von World of Jericho. Da gibt jeder auf. Aua, aua, tu das aus. Tu das weh. Lass das. Aua. Was für. Ich muss aber sagen, Freunde, zu dem Wrestling noch, wer glaubt, ja, dass nur Männer Wrestling anschauen und klar ist da alles nachgestellt und vielleicht nicht so echt wie im Boxen, aber das ist sehr interessant zu sehen und ich muss sagen, es gucken nicht nur Männer an. Also zum Beispiel, ich kenne eine Frau, die guckt das auch an. Zwar sehr gerne. So, wir haben den ersten Zuschauer hier. So. Beziehungsweise die Zuschauerin. So, jetzt die Extras. Ui, au, 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 aua, aua. Jetzt prüft sie, wie hart die Ecken sind mit meinem Gesicht. Aua, 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 aua. Sind schon hart, ne? Zum Glück hat sie die Ecken nicht abgeseilt, wie die ganzen Wrestler machen. Manche Wrestler, die machen voll die Abseilung von den Ecken und dann voll mit dem Gesicht auf Metall. Aua. Jetzt versucht sie mein ganzen Frühstück wieder rauszupressen. Oh ja, yeah, den Trick kenne ich auch. Aua, aua. Guck mal, und der lacht noch, ne? Dem tue ich gar nicht leid. Ne? Er haut mir eine. Ja, wartet, 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 wartet. Also das war das, das war jetzt das. Ja, dann ist das als nächstes. Ha, guck mal, nachdem sie mich fertig gemacht hat, jetzt freut sie sich noch. Guckt euch das an. Und jetzt kommt der Trick, den wir den Rikishi-Trick kennen. Guckt euch das an. Da freue ich mich. Gib mir mehr. Gib mir more. gib mir mehr. Natürlich, das ist ganz
Spaß. Ne, also ich muss sagen, das ist einfach, Wrestling ist einfach, hier macht es wirklich Spaß. Wie gesagt, ich und Jeff kennen uns von den YouTube-Channel, also mein Abonnent. Und ich wollte seit langem schon sowas mit euch Abonnenten machen. Ich habe ja auch im letzten Video vorgeschlagen. So, aua, tut doch das weh. Aua, brich mir nicht die Knochen. Ja, guck mal, die Zuschauer sind immer noch da. So, Jeff, was haben wir noch nicht? Wir haben den Pin noch nicht und Power Moves noch nicht. Der Rest haben wir. Glaube, Button haben wir auch nicht, gell? Oder Button? Doch, Button haben wir, glaube ich. Das habe ich euch gezeigt schon, gell? Das war doch Jeff, gell? Und wie gesagt, also ich will in dieser Folge euch die Möglichkeit von diesem Ring zeigen. Zum Beispiel diesen Trick hier. Von Seil zu Seil. Das sind so Power Moves. Oder das hier. Ich zeige euch einen Move. Aua, tut das weh. Denn jeder. Ja. Jeder, der SmackDown, oh, da sind sogar mehrere, kennen. Zum Beispiel den Powerbomb. Oh, tut das weh. Oder das hier, Freunde. Das kennt jeder, der Undertaker kennt. Den Tombstone Pummeldriver. Leider ist hier jetzt die Zuschauer dazwischen gegangen. Also dazwischen gekommen. Nochmal den Powerbomb. Jetzt das Suplex, das kennt auch jeder Wrestler, Zuschauer, und hier den Dropkick. Donk. Ja, das sind einfach die Moves, die man einfach sehen muss. Donk. Und das hier, guckt euch das an, also was sie mit mir da macht. Dann das hier. Uiuiui. Oh, das wird jetzt voll wehtun. Bonk. Und natürlich das hier. Eine starke Frau muss einen starken Move zeigen. Bonk. So, jetzt bleibt natürlich nur noch Pins. Und pinnen kann man hier folgendermaßen. Ganz normaler Pin. Dann so ein Pin. Ja, der nicht gerade wie ein Pin aussieht. Da haben wir wirklich mit Jeff sehr gelacht darüber. Dann so ein Pin, der meiner Meinung nach sehr geil ist. Kann sie stundenlang drauf sitzen. Aber man hört im Hintergrund so klingeln. Das bedeutet also 1, 2, 3 aus. Der Match ist aus. Man hört im Hintergrund so klingeln. Ja? So, dann. Aua! Aua! Das ist der ganz normale Pin, was wir von SmackDown auch kennen. So, dann so ein Pin. Und so ein Pin. So, Freunde, so viel zu den ganzen Moves, was wir euch zeigen wollten. Ich und Jeff.
Ja, entscheidet euch selbst, ob ihr diesen Ring besuchen wollt. Ich und Jeff verabschieden uns von euch, aber danke, hast dir nicht gereicht, dass du mich hier vermöbelt hast. Ich und Jeff verabschieden uns vor euch. Kommt einfach in diesen Ring und prügelt euch, habt Spaß damit und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.